Und Leiter nach Washington zu Michael Wöhlenweber. Michael, die Bestürzung ist riesig, auch in den USA. Vor wenigen Minuten ist auch Joe Biden vor die Presse getreten und er hat sich geäußert zum Tod von Nawalny. Wie genau? Also zuerst einmal die ersten Reaktionen aus der amerikanischen Administration, die kamen ja aus München von Kamala Harris, die ja klargemacht hat, dass Russland verantwortlich ist. Dann Anthony Blinken, ebenfalls in München, der klargemacht hat, dann dass Putin verantwortlich ist. So hat sich das langsam gesteigert und dann hat Joe Biden vor gut einer Stunde hier eigentlich doch ganz massiv Wladimir Putin angegriffen, klargemacht, dass er dafür zur Rechenschaft auch gezogen werden müsse, also Konsequenzen nicht ausgeschlossen und das auch zum Anlass genommen, noch einmal zu appellieren an den Kongress, also an das Repräsentantenhaus, jetzt nun wirklich ernst zu machen mit der Hilfe für die Ukraine, um dann auch Wladimir Putin etwas entgegensetzen zu können. Seit 2 Wochen hängt das ja jetzt schon fast im Repräsentantenhaus. Man lässt sich da Zeit und völlig unklar, ob da weitere Gelder, weitere Munition fließen werden. Die Geschichte, und das hat er zwar vor ein paar Tagen schon einmal gesagt, ist watching you, wird sie beobachten, also in Richtung des Kongresses. Er versucht damit also auch mit dem Tod Nawalnys noch einmal darauf zu zeigen, noch mal hinzuwirken, was das für Konsequenzen hat, wenn man nichts tut. Ja, Reaktionen gibt es im Übrigen aus dem republikanischen Lager auch von Nikki Haley, der Kontrahentin von Donald Trump, der sich im Übrigen überhaupt noch nicht geäußert hat. Nikki Haley greift Donald Trump massiv an für dessen Nähe zu Wladimir Putin. Und wie sich das bei die Kritik und die Empörung von Joe Biden anhört, hier ein Ausschnitt. Wie Millionen von Menschen bin ich nicht überrascht, aber entrüstet von der Nachricht über den Tod von Alexei Nawalny. Er hat sich mutig der Korruption, der Gewalt und all dem Schlechten, was Putin tut, entgegengestellt. Als Antwort hat Putin ihn in der Vergangenheit vergiftet, verhaftet, verurteilt wegen erfundenen Verbrechen. Er war in Einzelhaft untergebracht, aber all das hat Nawalny nicht gestoppt, weiter Putins Lügen aufzudecken. Sogar im Gefängnis war er eine starke Stimme der Wahrheit. Und täuschen Sie sich nicht, Putin ist verantwortlich für Nawalnys Tod. Putin ist verantwortlich. Es waren starke Worte des Präsidenten, der auch noch einmal darauf hingewiesen hat, dass Wladimir Putin alles egal sei. Joe Biden sprach von 250 Toten in der Ukraine bzw. Verletzten, um noch einmal damit auch zu verdeutlichen, dass man Wladimir Putin etwas entgegensetzen müsse. Und das war natürlich dann hier nach innen gesprochen, die innenpolitische Situation, der Stillstand im Kongress, den hat jetzt Joe Biden noch einmal massiv angeprangert. Jetzt müsse gehandelt werden. Das ist die Botschaft von Joe Biden heute gewesen. Michael, danke schön nach Washington.